Willkommen! In diesem Video lernen Sie die Ideen zum Lehrenden nach Hönigswald kennen. Darüber hinaus wird, um den Begriff der Lehrenden zu erläutern, der Begriff der Konzentration erklärt. Hönigswald beschreibt die Aufgabe des Lehrenden insoweit, als er die Sachverhalte eines Themas so zusammenfassen kann, dass der Gedankenvollzug des Lernenden selbst möglich wird. Dieses Zusammenfassen nennt Hönigswald Konzentration. Dabei soll der Lehrer oder die Lehrerin das Gültige, also die Wahrheiten, zu einem Sachverhalt zusammenfassen. Das soll so vonstatten gehen, dass ein Lerngebiet bzw. Themenfeld so eingegrenzt und verdichtet wird, dass es vom Lernenden gedanklich nachvollzogen werden kann. Der gedankliche Vollzug des Lernenden heißt nicht, etwas zu kopieren oder nachzuahmen. Durch den Vollzug soll der Lernende selbst verstehen und erkennen können. Der Vollzug selbst kann nur stattfinden, wenn die Gegenständlichkeit eines Gegenstandes vom Lernenden erkannt wird. Gegenständlichkeit könnte man hier übersetzen mit dem Wort Sinn. Der Lernende soll also den Sinn eines Sachverhaltes verstehen. Für diesen Vorgang verwendet Hönigswald den Begriff der Determination. Dabei ist Bezogenheit auf den Sinn gemeint, wenn sich der Lernende dem Sinn eines Sachverhaltes durch die Konzentration des Lehrenden bewusst ist. Man könnte hier auch sagen, der Lernende soll sich darüber bewusst sein, was er denkt bzw. zu welcher Erkenntnis er gekommen ist. Dies geht damit einher, dass der Lernende auch fähig sein soll, selbst Sinn produzieren zu können. Für Hönigswald ist die Aufgabe des Lehrenden die Konzentration eines Sachverhalts. Konzentration heißt, dass alle Wahrheiten eines Sachverhalts so zusammengefasst werden, dass der Lernende eben diesen gedanklich nachvollziehen kann. Vom Lernenden soll der Sachverhalt gedanklich nachvollzogen werden. Dafür verwendet Hönigswald den Begriff der Determination, das heißt, dass der Lernende fähig ist, Sinn zu produzieren und zu verstehen. Zusammenfassend lässt sich die Aufgabe des Lehrenden so beschreiben, dass er ein Sachverhalt so konzentrieren muss, dass der Lernende eben diesen gedanklich nachvollziehen kann. Für diese beiden Vorgänge verwendet Hönigswald die beiden Begriffe Konzentration und Determination. Bei der Determination ist noch zu erwähnen, dass der Lernende selbst fähig sein soll, Sinn zu produzieren. Das bloße Nachahmen oder Kopieren eines Sachverhalts reicht nicht aus.